Hey Leute, David von iDesignisch hier. Ihr habt mich gefragt, wie man so einen Weihnachtsbaum erstellen kann. Leider komme ich aktuell nicht wirklich dazu, irgendwas zu machen, aufgrund Familie und Arbeit und so weiter. Aber da heute Heiligabend ist und der Weihnachtsmann kommt, dachte ich mir, ich zeige euch mal, wie man so einen simplen Basic-Tannenbaum erstellen kann. Und zwar erstmal machen wir uns die Blätter. Das heißt, wir nehmen uns einfach nur einen Zylinder, den drehen wir einmal auf 90 Grad und machen den erstmal als Zweig. Das heißt, ungefähr so Pi mal Daumen, ungefähr auf die Größe und machen wir uns das auch ein bisschen länger alles. So ungefähr sollte, denke ich, ausreichen. Dann kopieren wir uns das mit STRG-C und STRG-V. Dann drehen wir uns das Ganze nochmal, dann auf 90 Grad. So, gehen in die, also mittlere Maustaste, in die Obenansicht und ziehen uns das nach oben. Ziehen uns das ein bisschen kleiner. Ungefähr so. So. Schauen, dass es hier auf jeden Fall auf der Mitte anliegt. Also nicht wichtig, aber das ist praktisch gleich zum Drehen. Schauen wir mal, ob das passt. Ne, das machen wir ein bisschen kleiner. Denke, so passt das schon ganz gut. Dann drehen wir uns das. Nicht drehen, also. Ne, bevor wir es drehen, sorry, ist ein bisschen spät. Drücken erstmal C, damit wir das editieren können quasi. Und wir wollen unsere Achse verschieben. Das heißt, wir gehen hier auf unser Achsenwerkzeug, dann Live Selection Tool und unsere Achse verschieben uns an die vorderste Position. Dann gehen wir aus der Achse, aus der Funktion raus. Nehmen unser Drehwerkzeug und kippen das ein bisschen nach oben. Ich denke, so sollte das in Ordnung sein. Also ungefähr Pi mal Daumen. Dann wieder kopieren mit STRG-C und V. Dann machen wir vor dem 75, was wir haben, einfach ein Minus vor. Dann haben wir das gespiegelt quasi. Dann wählen wir uns beide aus. STRG, C und V. Wieder mittlere Maustaste, Obenansicht und Live Selection Tool und ziehen wir uns das ein bisschen runter. Wie gesagt, auch nach Augenmaß. Dann kopieren wir uns das wieder. Machen wir das ungefähr hier. Wieder kopieren. Auch hier. Wieder kopieren. Nach da. Ich denke, das ist so in Ordnung. Die ersten schieben wir aber noch ein bisschen, obwohl machen wir das alles. Selektieren wir, schieben das einfach mal ein bisschen hier nach oben. So, das sollte doch schon mal ausreichen. Okay, das könnte ein bisschen lang sein, die Blätter, aber nee, okay, das. Ja, ist ein bisschen lang vielleicht. Kein Problem, können wir alle selektieren. Unser Werkzeug zum Skalieren und machen das einfach ein bisschen kleiner. So, ich denke, das dürfte schon ausreichen. Ja, das sieht doch gut aus. Dann alles wieder selektieren, Alt und G, dann können wir es kopieren. Dann nennen wir das mal um auf Zweig. Zweig. So, dann wollen wir das Ganze klonen. Und zwar, wir gehen auf Moorgraph, klonen, packen unser Zweig hier rein. Nehmen unser Klon, wollen radial machen. Gehen aber auf die Ebene auf XZ. Und gehen auf Radius, verschieben wir ihn einfach ein bisschen. So ungefähr. Dann machen wir uns den Stamm. Und zwar einfach nur ein Zylinder. Also ganz simpel machen wir uns den ein bisschen kleiner.
Auch einfach nach Gefühl, wie es für euch gut aussieht. Auch von der Länge her. Ich denke, so ist in Ordnung. Ja. Und damit es einfach nicht so, sage ich mal, gerade aussieht alles, nehmen wir nochmal unser Zweigwerkzeug und selektieren alles, gehen auf unser Drehwerkzeug und können hier den Winkel bestimmen. Dann schieben wir es einfach mal ein bisschen nach oben. Ungefähr so ist wie gesagt Augenmaß wieder. Und auch ein bisschen mehr zusammen. Wieder auf Klonen gehen. Könnten Radius wieder ein bisschen verschieben. Denke, so ist in Ordnung. So, jetzt geben wir den noch ein bisschen Zufall, also ein bisschen randommäßig. Und zwar auf Klon. Gehen auf Mograph, Effector, Zufall. Jetzt hat er sich das natürlich alles per Zufall ausgewählt. Deswegen gehen wir auf Zufall. Gehen dann auf Parameter. Und nehmen die ganzen Werte raus. Das heißt die Z und die X. Dann hat er uns das nämlich wieder gerade zum Stamm hin gemacht. Und gucken jetzt aber mal. Jetzt hat er uns aber von der Höhe aus ein bisschen das verschoben. Wir können das von der Stärke natürlich ein bisschen anpassen, wie ihr wollt. Aber ich denke, so ist es eigentlich ganz in Ordnung. So, als nächstes einmal, wenn wir damit zufrieden soweit sind, dann nehmen wir unser Klonwerkzeug, gehen dann auf Rechte-Maustaste, damit wir alles selektiert haben, gehen auf Rechte-Maustaste, gehen dann auf Unterobjekte selektieren, gehen auf Rechte-Maustaste wieder und gehen auf Verbinden und löschen. So, jetzt haben wir quasi daraus ein Objekt gemacht. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich finde es ist einfachste, einfach das zu kopieren. Also STRG C und V. Dann können wir uns das hochschieben. Gehen in Obenansicht. Verschieben uns das, damit wir halt einfach, wie gesagt, ein bisschen den Zufallfaktor haben. Und wollen daraus dann unser Tannenbaum, unsere Vormachung des Tannenbaums. Heißt ungefähr so. Dann okay, sortieren wir uns das erstmal. Das heißt, erstmal ist genau Kreis 1 und dann 2. So, dann nehmen wir unseren zweiten Kreis, also zweiten Klon, sorry. Kopieren wieder, schalten es einfach mal zur Übersicht aus. Die erste Linie, dann haben wir also ersten Zweig. Dann klonen, machen wir uns das wieder ein bisschen kleiner, ungefähr so. Drehen uns das wieder, wo wir hin haben wollen, können wir auch ein bisschen weiter drehen. Machen wir dasselbe Spielchen nochmal. Aber bevor wir es natürlich machen, ziehen wir das natürlich noch hoch. Und wie uns das ein bisschen gefällt. Das können wir auch noch ein bisschen mehr skalieren. Dann skalieren wir das auch noch ein bisschen. Ja, ungefähr so. Dann verschieben wir das mal ein bisschen runter. Dann machen wir es auch ein bisschen kleiner, dann nochmal kopieren dasselbe. Ziehen wir direkt hoch. Dann skalieren wir uns das wieder. Und wie ihr sehen könnt, wenn wir einfach viel aktiviert haben, ist ein bisschen unübersichtlich. Deswegen können wir uns das hier, wie gesagt, ausstellen. Indem wir hier einfach diese Button drücken. Jetzt haben wir nur die 2.
Das ist vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Und dann drehen wir uns das nochmal irgendwo hin. Ja, jetzt können wir uns das noch ein bisschen mehr. So. Ich denke, so ist Kai. Dann, wie gesagt, nochmal duplizieren. Ziehen wir ein bisschen hoch. Direkt mal ein bisschen kleiner ziehen. Ich denke mal, so ist das in Ordnung. Können wir direkt mal ein bisschen verschieben. Duplizieren wir. Ziehen wir nach oben ein bisschen. Skalieren. Muss auch nicht immer perfekt sein, weil ich meine, so ein Baum ist auch nicht perfekt. Machen wir das mal, deaktivieren wir das mal. So. Drehen wir das so rum. Dann nochmal. Können wir das gleich eigentlich vielleicht auch direkt machen. Jetzt ziehen wir uns mal ein bisschen kleiner. Dann das nochmal. Okay. Und drehen wir die verschiedenen Sachen hier einfach mal. Ich meine, wenn es letztendlich nicht so passend ist, können wir später noch mal ändern, nachjustieren. Das ist ja kein Problem. Und ja, ich denke, das sieht schon mal ganz nett aus. Ja. Dann nehmen wir uns hier die untere Ebene, die wir haben. Und gehen auf Simulieren, auf Hair Object, Haare erzeugen. Dann können wir das mal rendern, damit wir sehen können, wie es aussieht schon mal. Also sieht schon mal ein bisschen nadelig aus. Deswegen gehen wir hier rauf. Also als erstes, was wir machen, gehen aufs Mal Hair Objekt hier oben drauf. Ändern wir ein paar Sachen ab. Und zwar gehen wir mal auf nicht 8000, sondern 10, 1, 2, 3, 10.000. Und von der Dichte müssen wir gucken, die Länge können wir gleich eh nochmal anpassen, alles. Gehen dann hier Dynamics, weil wenn ihr dieses Play drückt, seht ihr, die hängen runter. Das wollen wir nicht haben. Also könnt ihr natürlich machen, wenn ihr eine Animation haben wollt. Aber wir gehen auf Dynamics, aktivieren, machen Haken raus. Dann, was ich immer mache, damit ich nicht irgendwie, keine Ahnung, 50.000 Haare habe, weil das wäre jetzt immer noch nicht genug, 10.000. Mache ich das immer so, ich gehe auf, also hier bei Haare, auf Klon und mache Klon beispielsweise 4. Heißt, ihr klont sich das halt dementsprechend. Wenn wir das rendern, sehen wir schon mal ein bisschen voller. So. Deswegen, dann gehen wir aufs Haar. Machen uns erstmal passende Farbe. Das heißt, wir machen uns hier ein Grün. Aber ein dunkles Grün. Dann hier machen wir uns auch ein Grün. Auch ein entsprechend dunkles Grün. Dann gehen wir auf Glanzlicht. Das machen wir uns auch ein Grün. Ist ein bisschen heller Grün, aber auch dunkelgrün. Dann gehen wir auf die Dicke. Dann machen wir mal also zwischen 1,5 und 2. Dann gehen wir auf Kräuseln und hier könnt ihr mit der Statistik, also mit der Kurve entscheiden, wie das gekräuselt werden soll. Wenn wir jetzt ganz nach oben gehen, sehen wir, okay, das wird halt einfach ganz viel gekräuselt. Wenn wir das jetzt mal rendern, sehen wir, ah, das sieht doch schon mal ganz schnieke aus. Oh, das ist aber uns noch ein bisschen, ist mir ein bisschen zu hell. Das heißt, ich gehe mal hier. Vielleicht doch ein bisschen dunkler und mal gucken wir. Ja, okay, das sieht doch super aus, perfekt. Und das machen wir jetzt im Endeffekt für jeden Kloner hier.
Heißt, wir duplizieren uns das, denn wenn du das überall hinpackst, dann werden die Haare überall verteilt und das wollen wir nicht haben. Das heißt, wir wollen für jede Blattart, für jede Ebene, sage ich mal, wollen wir halt dieselben Haare haben. Das heißt, wir duplizieren uns das einfach. Das heißt, wir gucken mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ebenen haben wir. Das heißt, wir kopieren uns das quasi 9-mal. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann gehen wir auf die Haare, also auf die jeweiligen Haare drauf. Und gehen dann auf Guides, dann auf Verknüpfung haben wir hier die Ebene. Das heißt, wir beispielsweise Klon, beispielsweise das, was wir halt mit Haare haben wollen, gehen auf Klon 1. Bei H1 gehen auf die zweite Ebene, in unserem Fall Klon. H2 machen wir Klon 2. H3 Klon 3. H4 Klon 4. H5 Klon 5. H6 Klon 6, H7 Klon 7 und dann auch nochmal H8 Klon 8. Jetzt können wir, wie gesagt, mal gucken, wie das im Endeffekt aussieht. Also wenn das nicht so passend ist, können wir das nochmal hinten nachändern. Rendern wir alles. Je nachdem kann das ein bisschen dauern. Ja, okay, voilà. Sieht doch eigentlich schon mal ganz fluffig aus für meinen Geschmack. Jetzt will man natürlich nochmal die Farbe. Also was ich hier mache ist, weil mein System dementsprechend nicht so schnell ist, mache ich hier immer die Haken raus, also sprich rot, damit wir die halt nicht sehen können, aber trotzdem gerendert werden. Heißt, wir wählen uns einfach ein neues Material aus, machen das braun, also so wie es ein Baumstamm einfach mal ist. Und können uns das theoretisch alles mal also auswählen. Alt-G, da haben wir eine Gruppe und können das Material auf die Gruppe packen. So, und jetzt rennen wir nochmal. Müsste aber soweit am Posten sein. Und genau, jetzt sieht das schon mal cool aus. Ja, das ist es so im Großen und Ganzen eigentlich. Es könnten noch Girlanden machen, könnte noch verschiedene Ornamente reinpacken, können auch Lichterketten. Ich habe mal ein Tutorial gemacht, wie ihr Ornamente erstellen könnt. Das packe ich euch in die Videobeschreibung rein. Auch das Projekt könnt ihr auch gerne downloaden, kostenlos in der Videobeschreibung. Verlinke ich euch, dann müsst ihr euch das nicht antun. Ja, ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, es konnte euch ein bisschen helfen und den Fragesteller. Ja, wenn noch irgendwelche Fragen habt, Anregungen habt, dann gerne in den Kommentaren mit. Wenn ihr noch gerne was sehen wollt, dann schreibt mir auch gerne nochmal dazu. Ich lese auf jeden Fall jeden Kommentar, weil so viele sind es ja leider nicht. Mein Kanal ist da ziemlich tot. Genau, ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was lernen. Und ansonsten würde ich sagen, abonniert den Kanal. Könnt ihr gerne teilen mit euren Freunden, damit wir ein bisschen wachsen. Wäre auch ganz cool eigentlich. Und ansonsten würde ich sagen, danke nochmal fürs Zusehen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.